erstmal zum vierten Winzerfest hier in Tram-Trarbach. Toll, dass ihr da seid. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und eine gute Zeit dabei. Wir wurden alle herzlich empfangen mit einem Glas Sekt und haben dann eine schöne Stadtführung mitmachen dürfen. Ich finde die Häuser sehr schön, die alte Architektur. Wir konnten uns die Instrumente angucken, wie der Wein hergestellt wurde. Wir konnten viel sprechen, viel lachen. Heute Vormittag beschäftigen wir uns gerade mit der sogenannten Winzerjagd. Wir sind alle in der Hoffnung, den Schatz zu finden und möglichst bald auf dem Weinberg zu sein. Teil dieser Community zu sein, ist eigentlich so ein bisschen Teilhaben am Leben des Unternehmens. Ihr dürft dann gerne in euren Weinberg Fotos machen. Die Erbenpatrone in der Erbengemeinschaft, die haben auch ihre eigenen Rebstöcke bei uns im Jubiläumsweinberg. Auch zu wissen, dass man eine Flasche zugeschickt bekommt und dann hier oben eben zu sitzen, ganz gemütlich einen Wein zu trinken, ist einfach eine tolle Sache. Das ist schon ein Stück Familie, ne? Das Spezielle am Winzerfest ist, dass man einfach mal sehen kann als Konsument, wo sein Produkt herkommt. Kommen wir zur letzten Frage unserer ersten Halbzeit des Erbenquiz 2017. Also die zwei Tage haben mir außerordentlich gut gefallen. Wenn ich die Möglichkeit habe, komme ich auf jeden Fall.